Eine der Fragen, wovor sich die Menschen schämen, ist, ob ich überhaupt etwas machen muss, um meine Ehe bzw. das Heiraten zu beschleunigen. Um ehrlich zu sein, wird diese Frage nur von Personen gestellt, auf denen ein großer Druck von der Gesellschaft, in der wir leben, ausgeübt wird. Davon sind sowohl Männer als auch Frauen betroffen. Aber meiner Meinung nach stehen die Frauen mehr im Fokus der Gesellschaft als die Männer. Hierbei werden sie mit zwei verschiedenen Arten konfrontiert. Die erste Art, wie die Gesellschaft auf einen Druck ausübt, ist, indem sie einen daran erinnern, wie alt man schon ist und trotzdem noch nicht verheiratet ist. Die zweite Art ist es, die Person zu bemitleiden und damit unter Druck zu setzen. Nach dem Motto, wann werden wir eine schöne Nachricht von dir hören? Nach diesen Konfrontationen werden junge Männer und Frauen wie folgt reagieren. Erstens, sie werden rebellisch und sagen öffentlich, das Heiraten ist für mich unwichtig und hat keine Priorität in meinem Leben. Zweitens, sie geben von sich Sachen preis und nehmen jedes Heiratsangebot an, da die Angst im Hinterkopf drängt, den Zug der Ehe zu verpassen. Hier kommen einige Ratschläge, wie man damit umgehen sollte. Fühle dich nicht wie eine Ware, welche ein Haltbarkeitsdatum besitzt. Wisse ganz genau, dass die Heirat eine Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dementsprechend wird die Zeit, die dir Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, kommen. Und wenn sie nicht heute kommt, dann morgen. Zweitens, sprich das Bittgebet von Sayyidina Musa alayhi salam. Die Gelehrten sagen, dass es das Bittgebet für jemanden ist, der heiraten möchte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Sprich dieses Dua in der Niederwerfung und zwischen dem Gebetsruf und dem Gebetsbeginn. Schäme dich nicht vor Allah, denn dies ist ein natürliches Bedürfnis. Drittens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah steht seinem Diener bei, solange sein Diener seinem Bruder beisteht. Deswegen versuche auch, anderen Leuten zu helfen, die sich gerade auf dem Weg des Heiratens befinden oder die frisch verheiratet sind. Hierbei ist es wichtig, seine Absicht stets zu kontrollieren und auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen. أحكي إليكم قصتي ووئامي.